Ja, hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu True Stalker. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin ja vorhin hier gewesen, bin jetzt nur einmal hier rübergelaufen, habe die Aufnahme gestartet und wollte mal gucken, ob wir jetzt hier wieder einfach so durchkommen. Wir müssen ja jetzt hier einmal die anomale Todesfälle durchsuchen oder untersuchen und dann zurück zu Sidorovic und die ganzen Artefakte abgeben. Bin mal gespannt, was wir dafür an Geld bekommen. Und ich habe mich ja gefragt, oh, was war das denn, Vogel? Ja. Ich habe mich ja gefragt, ob wir jetzt hier beim Durchgang nochmal bezahlen müssen. Und tatsächlich, wir müssen jedes einzelne Mal 500 Rubel bezahlen. Alter, ist das eine Scheiße, Mann. Ich werde das jetzt nochmal machen. Und dann müssen wir das wahrscheinlich einmal noch machen, weil wir müssen ja noch einmal durch. Und dann, wenn ich aber nachher Sturmgewehre und irgendwas Stärkeres habe, dann werde ich die Leute hier aber definitiv platt machen. Weil für jedes Mal hier durchlaufen, 500 Rubel ist ja komplett für den Arsch. Die Alternative wäre natürlich dieser Durchgang hier. Also ich weiß nicht, man konnte damals auch immer hier so oben lang und so, aber meistens haben sie einen dann gesehen. Genau, die einzige Alternative wäre dann halt noch, ich weiß nicht, ob sie noch irgendwo einen Durchgang gemacht haben. Vielleicht kann man auch hier hinten irgendwo durch. Aber da muss man halt auch immer wieder einen riesen Umweg laufen. Ah nee, hier meinte ich. Hier ist der Tunnel mit der Anomalie. Da könnte man durch, ist aber natürlich hochriskant. Deswegen auch eine schlechte Option. Aber hey, cool, dass man immerhin zwei Möglichkeiten hat. Entweder die, also theoretisch ja drei, ne? Entweder du schleichst dich, theoretisch vier sogar. Oh Gott, die Ratten. Nee. Haut ab. Theoretisch vier Möglichkeiten. Du kannst das Militär platt machen. Kannst du töten. Du kannst jedes Mal bezahlen. Du kannst einen Umweg nehmen, irgendwo außen rum. Oder du gehst links durch die Anomalie durch. Läufst aber Gefahr, dass du da halt übelst Damage frisst. Also, ja, alles nicht so toll, aber immerhin mehrere Möglichkeiten. Was ich echt cool finde. Mal anbeigemerkt. So, das müsste hier direkt hier oben sein. Hier sind ja noch Hunde, ne? Warte mal, ich würde mal kurz einen Quicksave machen. Ach, das ist unter mir. Ah, das ist unten drin. Ja gut, hier sind ja trotzdem irgendwo Hunde am Start. Kann jetzt natürlich jemand Quicksave machen und versuchen da irgendwie, ohne dass ich einen Schlag bekomme. Ja, an der Wand lang wird nicht funktionieren. Ah, oder vielleicht doch. Oh shit. Schon wieder irgendwelche Banditen. Ach, verdammt, Alter. Oh, wie assi, ey. Wie assi einfach, ey. Oh mein Gott, aber ich glaube, ich werde das normal versuchen, die einfach umzubringen. Oh mein Gott, was für Arschlöcher. Holy shit. Die kleinen Pisser, ey. Ich versuche das jetzt einfach nochmal. Irgendwann wird es vielleicht klappen. Sind ja nur drei Stück. Ja, ich komme halt nicht mal zum Anvisieren oder zum Schießen, ne? Das ist natürlich sehr bescheuert gerade. Oh man, come on. Oh, das ist natürlich ein bisschen doof, ja. Ach Mann, ey. Das muss aber gehen. Oh. Nein, ich bin in eine Anomalie gelaufen. Ach, komm schon, ey. Oh, verdammt nochmal. Ja, das geht aber. Das geht aber, Leute. Ich will das Ding hier halt auch haben, ne? Suka. Suka, blech. Ja, also nach links darf ich nicht gehen, das ist halt eine Anomalie.
Oh, ist das eine Kacke, Alter. Wie fies das aber auch ist einfach, ne? Richtiger Hinterhalt hier. Der Typ muss halt auch beim ersten Schuss sterben, sonst wird's halt richtig blöd. Vielleicht kann ich auch einfach schießen, ohne anzuvisieren. Jawohl. So, sehr gut. Einmal nachladen. Quick save. Jawohl. Waren das vier? Okay, wir haben's. Das waren vier, ne? Crazy. Kann der hier stehen? Nee. Okay. Holy shit. Leck mich am Arsch, Alter. Okay, wir durchsuchen die anderen nochmal. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier sind die blöden Hunde, sind hier noch. So, wo sind die Boys? Quick save. Das nehmen wir auch alles mit. Ja, shit. Fallen lassen. Mal was essen. Mal was gegen Strahlung. Ah, verdammt, ey, dass man nicht so viel tragen kann, ist so traurig. warte mal, 75? Sind die Waffen eigentlich besser hier? Frage ich mich gerade mal. Ah, die Granaten, sonst müsste ich die Granaten mal fallen lassen. Ja, die ist, nee, die ist schlechter. 5 Kilo auch gleich überladen. Was wiegt das denn hier? 0. Oh. Wie soll ich denn 5 Kilo jetzt loswerden? Das geht ja fast gar nicht. Oder ich pack irgendwie Stuff hier rein und hole mir das später nochmal wieder oder so. Vielleicht so 6 von denen da rein. Ja, ist das doof. Oder die Granaten. Die Granaten wiegen, glaube ich, auch viel, ne? 0,3. Ne, die wiegen nicht so viel. Oh, ist das doof. Hier ist noch eine MP. Oh, die würde ich aber auch schon gerne behalten. Ah, die wiegt so viel, ne? 3,5 Kilo, ja. Okay, warte mal. Ich pack mal das ganze Essen. Zur Not können wir uns das nochmal neu holen. Das ist ja nicht so teuer. Das würde ich mal kurz alles wegpacken. Lass mich dich durchsuchen. So. So. Okay, das war's, ne? Warte mal, was ist mit dem Dude? Okay, der hat nichts. Ja. Gucken wir hier später nochmal vorbei. Das holen wir uns dann wieder hier, würde ich sagen. Oder ich packe die ganzen Pistolen. Ich meine, so viele baue ich auch nicht. 40. Auch 40. Packe ich die weg? Kann ich dann noch irgendwie die ganzen Brötchen mitnehmen? Nee. Boah. Oder vielleicht wenigstens die Granaten? Nee, das wird auch nicht gehen, ne? Doch, die Granaten gehen. Die Diätwurst noch? Nee. Scheiße. Ja gut, zur Not essen, wie gesagt, kann ich mir dann neu holen. Vielleicht ein paar, vielleicht die Hälfte? Auch nicht. Ja gut. Okay. Dann kommen wir hier später nochmal wieder. Ich hoffe, das geht und die werden nicht verschwinden. Was ist das? Wodka. So. Sehr gut.
Müssen wir ein bisschen aufpassen über alle Anomalien hier. Sieht so wahnsinnig schön aus, ne, dieses Spiel. So, dann kommen wir jetzt aber mit richtig vollem Gepäck zu Sidorovic zurück. Da bin ich ja mal gespannt, was der so jetzt sagt. Das ist ja richtig affengeil. Volles Inventar, alles. So. Da haben wir uns ja schon ein bisschen hochgemausert bei ihm, ne? Also wir haben schon ein bisschen mehr Ansehen jetzt, glaube ich. Schauen wir mal. Machen wir mal zu, das sieht scheiße aus. So, was brauchst du? So, ja, ich bin fertig mit den Artefaktaufträgen. Gut gemacht. Zeig mir, was du aufgetrieben hast. Ja, hier, das ist alles. Ah, es ist genau das Richtige. Hier ist dein wohlverdientes Geld. Fair und anständig. Wie viel hat er mir gegeben? Hast du den Verstand verloren? Das ist nicht einmal die Hälfte von dem, was die Artefakte wert sind. Ich wäre fast draufgegangen. Du bittest mir nichts. Aber, Ex, mach dir nicht ins Hemd. Ich kann dir nicht noch mehr geben. Schließlich habe ich dir einen guten Detektor gegeben, hä? Wie hättest du die Artefakte ohne ihn finden sollen? Ja, wenn du danach noch mehr findest, kaufe ich sie dir ab zu einem guten Preis. Übrigens, Fanatiker wollte dich sprechen. Er sagt, er hat ein Hundelager, um das er sich kümmern muss, und er könnte etwas zusätzliche Feuerkraft gebrauchen. Also beeil dich. Ich meine, russischer Akzent ist leider nicht so gut. Aber es gibt... Ich finde es immer sehr geil, wenn Let's Player das auch in einem russischen Akzent vorlesen, weil das gibt so ein bisschen mehr Atmo. Aber bei mir klingt das halt einfach scheiße. Ja, hast dich kein bisschen verändert, du alter Sack. Okay, trotzdem will ich nochmal gerne handeln. Hast du einen Job eigentlich? Steinblut-Artefakt. Stalker-Neuling töten. Pseudo-Hundeschwanz besorgen. Steinblut. Ne, wir haben kein Artefakt, ne? Ne. Okay, lass mal kurz handeln. Dann verkaufe ich dir das Ding. Und die Granaten. Ist das Steinblut? Ne, Bausch. Okay, warte mal kurz, was macht das Artefakt hier? Fragiles Fragment aus weichem Gestein entsteht in einer degenerativen Zone. Besitzt keine positiven Eigenschaften, aber auch keine negativen. Wissenschaftler wären bereit, für die Untersuchung dieses Exemplars zu zahlen. Oh, okay. Dann verkaufen wir das wohl mal dem irgendeinem Wissenschaftler und nicht Sidorovic. Ja, gut, zu wissen. Alles klar. So, Fanatiker wollte mich sehen. Gehe ich jetzt nochmal schnell zurück? Glaube, ich gehe nochmal ganz schnell zurück und hole mein Stuff wieder. Das ist halt Essen, ne? Ist halt mega viel Essen gewesen. Ja, ich glaube, ich werde nochmal schnell zurücklaufen. Ist ja nicht schlimm, ne? Machen erstmal Quicksave hier. Das müssen wir mir die ganze Zeit... Da muss ich echt dran denken, das die ganze Zeit zu machen. Sonst wird das echt blöd. Kann ich denn noch laufen eigentlich? Oh, 37, Alter. Ich weiß gar nicht. Das geht, glaube ich, nicht mal, wa? Weil wir halt die MP haben. Für die haben wir aber auch kaum Munition, stelle ich gerade mal fest. Vielleicht ist die gar nicht so gut. Vielleicht verkaufe ich die wieder. Ah, nee, das ging ja gar nicht, ne? Komm mal her, ihr blöden Hunde. Oh was, die klemmt. Nicht gut. Na, schmeiß weg den Müll, glaube ich, ne? Ja, die ist auch im Arsch. Hilft gar nicht. Na, weg mit dem Müll. Das bringt uns nichts, Leute. Dann nehme ich mir mal lieber hier noch so einen Hundeschwanz mit oder so, falls wir einen mitnehmen können. Nö. Na super. Hier war noch irgendwo einer. Hier. Ah, der hat einen. Nice. Die kann man nämlich auch verkaufen. Da machen wir nochmal Quicksave. Gehen wir hier nochmal ran.
Nein, der ist weg. Die sind weg, oder? Oh nein, die sind despawned. Die sind weg. Oh, leck mich am Arsch. Hä? Da liegen doch aber noch drei Typen. Oh nein. Ja, das sind die Standardtypen. Oh nein, Alter. Ja, okay. Ja, whatever. It is what it is. Ich kann es jetzt nicht ändern. Das, was waren das? 4 Granaten? Ich glaube 6 Diätwurst und 12 mal ja, Brot halt. Ja, dann kaufen wir uns das halt neu. Das kann ich jetzt nicht ändern. Dann ist das halt so. Das ist echt scheiße gerade, aber ja, was soll ich machen? Schlecht gelaufen halt, ne? Wir können auch gleich mal gucken, ob wir unsere Waffen reparieren können. Habt ihr neuen... Ja, privat. Habt ihr neuen Stuff? Lass mir mal gucken hier. Oh ja. Guck mal hier, dann kaufen wir gleich mal neu ein. Das Medkit nämlich auch. Was bist du dafür? 700 auch. Ja, ist teuer, ey. Aber gut, ist ja auch ein Medkit. So, dann gehen wir hier noch einmal durch. Finde ich aber geil, dass die sich wieder auffüllen, die Leute. Vom Loot her, dass man halt immer wieder mal looten kann. Oder handeln kann. Das ist nice. Ja, dann lass ich mal ein bisschen Geld hier. Da haben wir jetzt auch ein bisschen was. Oh, guck mal hier. Diätwurst und Brot. Nice. Sehr schön. Manchmal, siehst du, manchmal muss man auch einfach nur mal ein bisschen umher gucken. Dann erledigt sich das auch schon. Okay, nee, die sind alle leer. Ja. Die sind leer, die Leute hier. Gibt's hier noch was? Nee. Bevor ich mit ihm spreche, will ich aber nochmal kurz zu den Waffentypen. Weil nicht, dass wir gleich direkt weggeschickt werden. Nee. Ja, nee, eine Granate, das bringt mir nichts. Was ist denn da hinten los? Alter, was ist denn hier noch los? Lass mich mal rüber hier. Ich bin zu fett. Zu fett oder zu schwer, oder beides? Gibt's hier eigentlich noch irgendwie Stuff? Nee. Guck mal, hier ist ja noch eine riesengroße Gruppe. Ey, wie cool, die haben ja einfach so eine kleine Höhle, das ist ja geil. Ja, gib mal her hier dein Stuff. Das will ich alles haben. Ja, kannst du mir alles geben? Oh, jetzt bin ich überladen, ne? Och, leck mich doch am Sack, ey. Oh, das ist aber echt kacke, ne? Das ist echt kacke, Alter. Boah. Okay, warte mal. Was will der mir dafür geben? Gar nichts, kann ich nicht verkaufen, shit. Vielleicht hiervon mal so ein paar. 10, na toll. Ja, gut, irgendwas muss ich ja verkaufen, sonst kann ich mich nicht bewegen. Kaufe ich hier noch ein Medkit. Die Wurst wiegt auch so viel, ne? Was wiegt so eine Flasche? Oh, okay. Ja gut, die Flaschen wiegen aber auch krass. Was wiegt ein Medkit? Nichts, nicht viel. Ja, okay. Приветствую. Ja, привет. Bist du von hier? Ich war letztes Jahr hier, aber ich erinnere mich nicht an dich. Ach, meistens wandere ich mit meinen Jungs durch den Kordon. Früher haben wir unser Lager bei der Brücke aufgeschlagen und uns dort ausgeruht, aber jetzt ist das Militär wieder da. Also ist es etwas schwieriger geworden. Wer vorbeikommt, hat zwei Möglichkeiten. Das Militär bezahlen oder durch den Tunnel mit den Anomalien gehen. Ja, keine von beiden ist wirklich verlockend, also bleiben wir vorerst hier. Ah, verstehe. Warst du schon mal außerhalb des Kordons oder was hält dich von diesen Gebieten fern? Ah, ein paar Mal. Einmal hat mich Sidorovic geschickt, um den Wissenschaftlern beim Akroprom Artefakte zu liefern. Er hat mich gut bezahlt und hatte ein nettes Gespräch. Achso, ich hatte ein nettes Gespräch mit den Wissenschaftlern.
Aber mir ist nie langweilig geworden, um es mal so zu sagen. Trotzdem ist es besser, nicht ohne Grund dorthin zu gehen. Denn du könntest am falschen Ort landen, dir eine Kugel einfangen oder in eine der vielen Schöpfungen der Zone laufen. Schöpfungen? Ja, verdammt, ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll. Ein Partner hat mir erzählt, dass beim Wächteraußenposten seltsame Dinge vor sich gehen. Ein mysteriöses Wesen taucht nachts dort auf. Ich glaube nicht an solche Geschichten, aber wenn man so etwas aus erster Hand hört, ist es schwer, das Gefühl zu beschreiben. Ah, dir gehen alle möglichen Gedanken durch den Kopf, was das sein könnte. Wahrscheinlich sind es nur Märchen, aber wer weiß, wenn ich dorthin gehe, werde ich auf jeden Fall nachfragen. Ob du es glaubst oder nicht, bleibt dir überlassen. Ich erzähle dir nur, was ich gehört habe. Okay. Können wir handeln? Nee. Was ist hier? Irgendwas Interessantes? Ich überlege mich, den Wissenschaftlern anzuschließen. Die Bezahlung scheint okay zu sein. Die Ausrüstung kann nicht schlecht sein und wenn man gute Arbeit leistet, gibt es sogar einen Pass. Und man muss die Soldaten nicht ständig bestechen. Legalisiertes Stalkertum sozusagen. Solange sie dich nicht auf den Operationstisch legen. Ich weiß nicht, was die in ihren Labors machen. Am Ende sagen sie, gib mir deine Organe zum Wohle der Wissenschaft. Naja, und das war's dann. Es ist natürlich ein riskantes Geschäft. Was wiegt das hier? Nichts. Also literally nichts. Das ist gut. Hat er mir noch was Interessantes? Es heißt, der Bunker der Wissenschaftler in Yanta sei nicht mehr auffindbar. Ich weiß nicht, was dort vor sich geht, aber keiner der erfahrenen Jungs traut sich mehr dorthin. Und weißt du was? Es ist mir scheißegal. Ich war einmal dort. Ja, war nicht gerade die beste Tour meines Lebens. Ja, wir haben Geld verdient. Ja, wir haben überlebt, aber... ich hatte Augenzucken und konnte ein paar Wochen lang nicht schlafen. So viel Geld brauche ich dann doch nicht. Ich würde lieber hier im Süden Mutanten jagen oder nach Artefakten suchen, als in dieses Höllenloch zu gehen. Ich kann nicht glauben, dass die Wissenschaftler auf die Idee gekommen sind, ihre Blechbüchse an einem Ort wie diesen aufzustellen. Es riecht nach Tod, Sumpf und billigen Pillen. An deiner Stelle würde ich da nicht hingehen. Okay. Interessantes. Hast du gehört, wie Petja den Stalkern im Anfängerdorf einen Streich gespielt hat? Er hat sich irgendwo eine gruselige Maske gekauft. Ja, sah aus, als ob sie aus Eisen wäre. So eine gab es auch in dem Film Gefallene Stern. Hast du den gesehen? Ach, aber darum geht's ja auch gar nicht. Jedenfalls hat er sich die Maske jede Nacht aufgesetzt, ist damit im Lager herumgelaufen und hat sich an die Stalker herangeschlichen. Die meisten Leute hier sind noch grün hinter den Ohren und verängstigt von der Zone. Sie sind sogar zu Fanatiker gegangen, um sich auszuheulen. Aber er hat ihnen nicht geglaubt, er hielt sie für beeinflussbar. Aber sie haben sich getäuscht. Einer hatte so viel Angst vor der eisernen Maske, dass er dummerweise abgedrückt hat. Jetzt ist Petja zur Behandlung in die Außenwelt geschickt worden. Er wird überleben, aber ob er danach wieder in die Zone zurückkehrt, das ist eine Frage für sich. What the fuck? Die Gespräche sind echt interessant. Ja, wenn du auf der Müllhalde bist, sei vorsichtig. Ja, das kennen wir schon, ne? Ja. Okay. Alright. So. Weißt du was, dann werde ich mir das Medkit von Sidorovic auch noch einmal abkaufen. Vielleicht auch noch eine Batterie oder so. Weil die ist ja auch fast leer hier. Ich habe das Gefühl, die Medkits werden wie Sand am Meer weggehen. Oh, der hat 4. Alter, what the fuck. Okay, das kostet aber auch 1000. Boah, nee, Mann. Was kostet eine Batterie? 1000! Was? Leck mir am Arsch, ey. Da laufe ich lieber im Dunkeln rum, Leute. Das sag ich so, wie es ist. Statt scheiß Batterie zu kaufen für 1000. Willst du mich verkackeiern? Aua. Damals hat man noch Schaden bekommen durch den Stacheldraht. Das ist aber irgendwie weg. Oder, also hier nicht mehr so, wollte ich sagen. Okay, Fanatiker, dann lass uns mal talken. Kannst du mir was Interessantes erzählen? Ja, nichts, du. Yo, hey, Fanatiker, Sidorovic hat mir erzählt, dass du vorhast, dich um die Mutanten zu kümmern. Brauchst du Hilfe? Das würde nicht schaden. Bist du bereit, loszulegen? Ja, ich bin bereit. Wie ist denn die Bezahlung eigentlich? Was für eine Bezahlung? Wir sorgen dafür, dass dieser Abschaum keinen Fuß in das Dorf setzt. Dann tut's mir leid, ich habe meine eigenen Pläne. Ja, nun weißt du, ich hatte vor, etwas Ausrüstung und Bargeld aus den Reserven des Dorfs beizusteuern. Geht doch.
Ja, okay, hör zu. Wir haben vor, die Pseudohunde zu beseitigen. Wir haben die Nase voll von ihnen und ihrer Angriffe auf das Dorf. Diese Dinger vermehren sich wie Karnickel. Normalerweise treiben sie sich irgendwo bei der Fahrzeugstation herum, aber wir werden sie nicht einfach abschießen. Wir müssen ihr Versteck finden und es in die Luft jagen. Okay, wie sieht der Plan aus? Ja, also, Wolf hat etwas Dynamit in der Nähe der Lokomotive versteckt. Wenn du das Dorf verlässt und der Straße zum Bahndamm folgst, biegst du rechts ab und gehst weiter, bis du sie siehst. Genau dort musst du suchen. Finde das Dynamit und gehe zu der Stelle, die wir markiert haben. Während wir dir Deckung geben, erschießt du die Hunde und legst das Dynamit neben das Loch. Dann sprengen wir es in die Luft. Leichter gesagt als getan, aber wir werden es schaffen. Alles klar. Okay, wo muss ich hin? Ui, nach da ganz hinten. Und wieder 500 bezahlen. So eine Scheiße. Na gut. Ich frage mich halt, ob wir... Weißt du was? Ich glaube, wir gehen einmal schlafen. Wir gehen bei Tag los. Wir legen uns einmal hin, Leute. Wir machen einmal Haya Bubu. Okay, das geht hier nicht. Aber hier geht's. 9, ja, gegen 8. Okay, ich habe ein bisschen Durst. Quick Save. Ja, ich will jetzt nicht beim Dunkeln loswatscheln. Ich glaube, ich werde sogar gegebenenfalls mal die Musik ausschalten, weil ich das ein bisschen störend finde. Oder ich mache es halt wesentlich leiser. Trägt zwar ein bisschen zur Atmosphäre bei, aber ehrlich gesagt würde ich es jetzt auch nicht schlimm finden, das einfach komplett auszumachen. Es wird jetzt die Atmosphäre nicht rauben. Oder sie irgendwie schlechter machen. So, ach nee, da müssen wir ja gar nicht rüber, ne? Ne, da müssen wir nicht rüber, da müssen wir theoretisch nur hier hinten hinlaufen. Müssen wir kein Geld bezahlen eigentlich. Hoffe ich mal. Oh Gott. Alter, fast in einer reingelaufen. Mal kurz Quicksave. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt hier wieder neue Banditen sind. Das wäre ganz schön Arsch. Nee, die liegen immer noch tot hier. Alles gut. Aber wenn es so komplett ruhig ist, ist auch schön, ne? So, wir müssen leider noch ein ganzes Stück laufen. Ich hätte natürlich auch mal ein paar Sachen in die Box packen können. Dann hätten wir jetzt... Könnten wir natürlich länger sprinten und so weiter. Aber ich brauche halt auch vieles davon. Also ich würde halt ungerne Munition wegpacken. Ich würde ungerne Essen, Trinken wegpacken. Ungerne, naja, Medikamente, Stuff sowieso nicht. Also eigentlich würde ich gerne alles behalten. Boah, die ballern aber schon. Das geht schon richtig ab hier. Boah, das ist ja auch alles Anomaliegebiet.
Ach du Scheiße. Oh Mann, das ist ja alles krass hier. Na gut, schauen wir mal. Wir das hier einmal entdecken. Ah, okay. Anomale Lokomotive. Hier sind bestimmte Artefakte, oder? Hä? Oh, jetzt habe ich gar kein Artefakt-Ding mehr. Oh, Kacke. Weil ich den ver... Ah, er hat sich den wirklich wieder genommen. Okay, krass. Ja gut, das ist... Ja, okay, das ist jetzt schlecht, aber... It is what it is. Halt Pech gehabt. Können wir hier durch? Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Oh mein Gott, wie gut ist das bitte, dass wir hier durchkommen. Man kann... Das heißt, zum einen, wir können jetzt immer außen rum gehen, ohne das Militär zu bezahlen. Und zum anderen... Hätte ich jetzt sonst da nach ganz hinten wieder rumlaufen müssen. Okay, das Dynamit war irgendwo... Wo war das? Da ist er, hat's mir gesagt. Unter einem Waggon. Ah, hier. Okay. Sehr gut. Oh, das sind alles Ratten. Sind das Ratten? Wo ist eigentlich mein Fernglas? Oder hat er mir das auch wieder weggenommen? Hat er mir auch wieder weggenommen? Ja. Oh, da kommt aber noch mehr. Ratten und... Oh, diese großen Wildschweine. Oh, jo. Ah, da müssen wir noch gar nicht hin. Das ist noch viel weiter hinten. Okay, ich versuche einfach mal einen Bogen drum zu machen. Wir könnten uns auch mit denen anlegen für... Ah, ich glaube, ich mache das vielleicht sogar mal. Okay, das war eine schlechte Idee. Oh, oh. Oh, shit. Oh, wir haben Bolzen? What? Oh scheiße, ich bin dead. Oh, ich wollte mich gerade heilen. Ich wollte gerade Inventar aufmachen, um mich heilen. Ah, da war er schon da. Shit. Oh, shit, shit, shit. Oh, das Spiel ist schwer, Leute, ne? Aber ich meine, ist ja auch Veteran. Also, macht auch Sinn. Ja, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Wir rennen einfach mal außen rum. Ist ein bisschen stressfreier. Das heißt, wenn die uns lassen, das sieht fast so aus, als wären die trotzdem getriggert. Ach, guck, ach krass, guck mal, wir haben trotzdem unser Fernglas, das wird nur irgendwie nicht angezeigt im Inventar. Und wir haben auch Bolzen zum Werfen, das ist natürlich, das ist das, was sie meinte, man hat halt eigentlich unendlich Bolzen. Ja, nice. So, das juckt die nicht. Hey Jungs. Was geht ab? Davor немедли. Ставь динамит и валим отсюда. Ach so. Ihr seid das. Ja, nice. Dann liegt hier noch einer? Ah, oh, mehr sehe ich nicht. Okay, ich bin hier. Let's go. Gebt mir Rückendeckung, Jungs. Oh, krass. Ja, richtig eine krasse Höhle, Mann. Ach du Scheiße. Ja.
Alter, wie cool. Geil. Puh, das war heftig, aber wir haben es geschafft. Ich hoffe, dass wir diese Biester eine Weile davon abhalten, sich zu vermehren. Hier ist etwas Geld und eine AK, wie ich es versprochen habe. Aber sie muss repariert werden. Sie ist schon ziemlich ramponiert und wenn du versuchst, sie abzufeuern, naja, klemmt sie buchstäblich bei jedem Schuss. Okay, wo kann ich sie reparieren? Ja, ich weiß, im Dorf. Ja, genau. Im Dorf gibt's Techniker, okay. Wir machen uns auf den Weg ins Dorf. Kommst du mit? Ja. Nice. Nice, Leute, wir haben eine AK, eine fucking AK. Brauchen wir halt nur noch Munition und den ganzen Stuff. Sei mal her hier. Oh, geil, Mann. Holy shit. Achso, die muss ich... Ah, okay, ich muss erst reparieren. Okay, cool. Ich bin's wieder. Fanatiker schickt mich. Er sagt, du bist der Techniker. Kannst du meine AK reparieren? Ah, später. Okay, ich hab dir doch gesagt, dass ich im Moment viel zu tun habe. Hier, du hast vielleicht etwas Arbeit für mich. Während du beschäftigt bist, könnte ich aushelfen. Ich habe kein Geld, um dich für die Reparatur zu bezahlen. Ah, tatsächlich könntest du mir helfen. Ich habe eine Kleinigkeit. Worum geht's? Jede Nacht beobachte ich im Flachland, dort ist der radioaktive Sumpf, diese seltsam schwebenden Lichter. Das müssen Artefakte sein. Und zwar sehr seltsame. Ich war tagsüber dort, aber ich habe nichts gefunden. Es scheint, dass sie nur nachts auftauchen. Und die Nacht birgt ihre eigenen Gefahren. Ich bin Techniker, kein Kämpfer, und in letzter Zeit gab es genug Mutanten. Wenn du dir die Stelle ansiehst und die Artefakte bringst, repariere ich dein Gewehr und gewähre dir einen Rabatt. Bin dabei. Ja, dann nimm ein paar aus Antistrahlungsmedikamente mit. Ja, bleibt nicht zu lange. Okay, cool. Interessant. Wo ist das? Das ist das fliegende Dorf, wo ich jetzt hingeschickt werde. Zum Einbruch der Nacht warten, okay. Ja gut, da können wir schlafen gehen. Einbruch der Nacht. Ja, vielleicht so 20. Oh, Sekunde mal, Leute. Oh, vor kurzem fand eine Emission statt. Nemanja. Ah, ne, das reicht noch nicht. Ne, wir müssen noch ein bisschen schlafen. Frage ist, was ist halt Nacht? Vielleicht so 23 Uhr wahrscheinlich, ne? Jo, noch länger warten. 0 Uhr. 1 Uhr. Ah ja. Okay, wir haben Dursthunger ganz doll. Hey Kumpel, willst du einen... Oh, ich kann die gar nicht verkaufen hier. Warte mal, die wiegen was. Kann ich die Sidorovic andrehen? Hey Sidorovic. Komm mal her. Ich glaube, ich mache mich auch mal kurz leer noch in der Kiste. Irgendwie habe ich ein bisschen zu viel Stuff mit. Ich pack das mal... Ja, warte mal, gibst du mir hierfür was? Hast du einen Job? Pseudoschwanz. Pseudoschwanz habe ich nicht, ne? Ist nur ein Hundeschwanz, ja. Kaufst du mir es trotzdem ab? Ja. 60, wow. Ja, komm. Whatever. Na gut, so. Wir packen uns mal ganz kurz leer. Ich mache hier mal...
3 rein und hier ein paar. Artefakt kann auch erstmal weg. Und hier diese Dosen. Ah, die Muni behalte ich mal. Ah, davon baue ich auch nicht ganz so viele gerade. Flasche auch weg. So, müsste eigentlich... Ja, das war ganz gut. Ja. Okay. Ja, guck mal, jetzt können wir viel länger sprinten. Das ist natürlich 1000-mal besser, ne? So, aber Leute, wir müssen hier leider Schluss machen. Oh, schau mal diese schönen Strahlen. Im nächsten Part geht's weiter mit True Stalker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und tschüssi.